Reguläre Ausdrücke erlauben einen algebraischen Umgang mit den regulären Sprachen im Vergleich zu den endlichen Automaten. Und in diesem Video wollen wir ein paar algebraische Regeln für die Umformungen für reguläre Ausdrücke näher betrachten. Das erste, was wir angucken wollen, ist die Kommutativität. Kommutativität kennen Sie aus den natürlichen Zahlen, von natürlichen Zahlen her. Sie wissen, dass 4 plus 5 gleich 5 plus 4 ist. Und genauso verhält sich das auch bei den regulären Ausdrücken. Wenn ich einen regulären Ausdruck e plus f habe, dann beschreibt er die gleiche Sprache wie der reguläre Ausdruck f plus e. Wenn wir beispielsweise die Sprache angucken, a Stern b plus b Stern a, die von diesem Ausdruck beschrieben wird, dann sind da alle Wörter drin, die mit a's anfangen, beliebig vielen a's und dann mit einem bn oder aber mit beliebig vielen b's beginnen und mit genau einem a enden. Und das können wir natürlich auch andersrum aufschreiben als beliebig viele b's, die mit einem a enden und beliebig viele a's, die mit einem b enden. In Klammern funktioniert das genauso. Wenn ich einen Ausdruck habe, a Stern, Klammer auf, b plus c Stern jeweils, dann ist das auch das gleiche wie a Stern, konkateniert mit Klammer auf c Stern plus b Stern. Weil wir haben am Anfang jeweils a's und danach eine Folge von b's oder eine Folge von c's. Zweite Eigenschaft, die Sie auch aus den natürlichen Zahlen, von den natürlichen Zahlen her kennen, ist die Assoziativität. Sie wissen, dass Sie beliebig umklammern können, zum Beispiel bei der Plus-Operation. Also Sie wissen, dass 4 plus, Klammer auf, 5 plus 6 das gleiche ist wie 4 plus 5 in Klammern plus 6. Und auch das haben wir bei den regulären Ausdrücken ganz genauso. Da können wir auch für entsprechend die Vereinigung für Plus, können wir auch beliebig umklammern. Wenn wir dazu ein Beispiel für die Sprachen angucken, ist zum Beispiel hier, da ist es einfach umgeklammert. Hier haben wir zuerst den Ausdruck beliebig viele A's gefolgt von einem B oder aber beliebig viele B's gefolgt von einem A oder beliebig viele C's gefolgt von einem A. Das können wir natürlich auch andersrum klammern, dass wir zuerst den ersten Teil einklammern und dann das oder hier im zweiten Teil daraus ziehen. Das geht auch. Diese Eigenschaft stammt tatsächlich von der Kommutativität und Assoziativität der mengentheoretischen Vereinigung. Weil dieses Plus ist ja die Vereinigung von zwei Sprachen. Die Eigenschaft haben wir aber auch bei der Konkatenation. Da haben wir auch Assoziativität, also dürfen wir auch beliebig umklammern. Wenn ich sage, ich möchte gerne alle Wörter betrachten, die mit einem A beginnen und danach sollen Wörter kommen, die beliebig viele Bs oder Cs beinhalten, dann kann ich auch sagen, okay, ich hätte gerne zuerst Wörter, die aus As gefolgt von Bs bestehen und da hänge ich dann quasi das C nochmal hinten dran. Funktioniert genauso. Wichtig an der Stelle ist natürlich, dass die Konkatenation nicht kommutativ ist. Da darf ich das nicht einfach umdrehen. Und wenn wir Plus und als Vereinigung haben und quasi den Punkt als Konkatenation, kann man sich natürlich fragen, gilt vielleicht auch eine Art Distributivgesetz, wie wir das sonst kennen. Und das gilt auch hier. Bei natürlichen Zahlen wissen wir zum Beispiel, dass 4 mal, Klammer auf, 5 plus 6, können wir ausmultiplizieren zu 4 mal 5 plus 4 mal 6. Und das geht bei den regulären Ausdrücken ganz genauso. Wenn ich einen regulären Ausdruck habe, e konkateniert mit f plus h, dann kann ich den auch quasi ausmultiplizieren zu ef plus eh. Geht sowohl von links als auch von rechts. Wir müssen ja auch beide Fälle aufschreiben, weil wir keine Kommutativität bei der Konkatenation haben. Deswegen müssen wir die beide getrennt aufschreiben. Gucken wir auch da ein Beispiel an. Hier in diesem Beispiel wird durch den linken Ausdruck a Stern, Klammer auf, b Stern plus c Stern, werden alle Wörter beschrieben, die mit einer beliebigen Anzahl von a's beginnen und danach darf kommen eine beliebige Anzahl von b's oder eine beliebige Anzahl von c's. Und das kann ich natürlich auch aufschreiben als, es darf entweder eine beliebige Anzahl von A's gefolgt von einer beliebigen Anzahl von B's kommen oder aber beliebige Anzahl von A's gefolgt von beliebiger Anzahl von C's. Auch das wieder von rechts und links das Gleiche. Gut, dazu kommen noch Identitäten. Von natürlichen Zahlen her bekannt zum Beispiel ist, dass Sie, wenn Sie ein 0 addieren, dass sich da nichts ändert. Oder wenn Sie mit einer 1 multiplizieren, dass sich da auch nichts ändert. 4 plus 0 ist 4 und 1 mal 5 ist immer noch 5. Und genau quasi 1 zu 1 haben wir das auch bei den regulären Ausdrücken. Wenn ich da die leere Menge durch Plus anfüge, also mit einer leeren Menge vereinige, dann ändert sich nichts. Weil die Elemente, die ich hinzufüge, die sind ja aus der leeren Menge, da ändert sich nichts. Und wenn ich alle Wörter mit dem leeren Wort konkateniere, dann ändern sich die Wörter nicht. Und deswegen
spielt es keine Rolle, ob ich die von links oder von rechts hinzufüge. Die Sprache selber bleibt gleich. Hier vielleicht nochmal der Hinweis, dass diese Gleichheit hier in diesem Video jetzt immer Sprachgleichheit bedeutet. Wenn wir das Beispiel jetzt nochmal für Sprachen angucken, wenn ich auf der einen Seite die Sprache habe, A Stern B plus leere Menge, dann sind das ja alle Wörter, die in A Stern B liegen, oder aber in der leeren Menge, in der leeren Menge aber nichts liegt, sind das einfach alle Wörter, die in A Stern B liegen. Und genauso, wenn ich an eine Sprache A Stern B, wenn ich das Epsilon hinten dran hänge, bedeutet das ja, das möchte ich an alle Wörter hinten dran hängen. Wenn ich aber an alle Wörter Epsilon hinten dran hänge, ändern sich die Wörter nicht. Deswegen bleibt da auch die Sprache gleich. Das kann man also weglassen beim regulären Ausdruck und ihn so vereinfachen. Etwas anders sieht das bei der leeren Menge aus. Wenn ich die leere Menge links oder rechts dranhänge durch Konkatenation, dann ändert sich sehr wohl etwas, dann erhält man die leere Menge. An der Stelle ist das ganz analog zu den natürlichen Zahlen, wenn ich da mit 0 multipliziere. Wenn ich eine Zahl mit 0 multipliziere, wird das Ergebnis auch 0. Wenn ich das für Sprachen mache und ich habe zum Beispiel die Sprache A Stern B konkateniert mit der leeren Sprache, dann bedeutet das ja, dass da alle Wörter drin sind, deren erster Teil aus A Stern B kommt, also die mit A's anfangen, beliebige Anzahl, dann genau ein B haben, und deren zweiter Teil aus der leeren Menge kommt. Da in der leeren Menge aber nichts drin sein kann, das ist die leere Menge, habe ich insgesamt keine Wörter, die diese Eigenschaft erfüllen, und deswegen ist die Gesamtsprache leer. Das heißt, Konkatenation von links oder von rechts führt jeweils zur leeren Menge, wenn ich mit der leeren Menge konkateniere. Betrachten wir jetzt nochmal ein paar Regeln mit Stern. Stern bedeutet ja beliebig oft wiederholend. Wenn ich hier zum Beispiel diesen Ausdruck A Stern habe, dann habe ich beliebige Anzahl von A's. Und wenn ich so eine beliebige Anzahl von A's habe und davon beliebig viele und die wieder hintereinander schreibe, dann habe ich immer noch eine beliebige Anzahl von A's. Deswegen kommen wir dazu der Regel, dass E Stern in Klammern Stern, also zweimal hintereinander gesternt, dass das nichts Neues bringt und dass das gleiche ist wie E Stern. Wenn ich die leere Menge sterne, dann bekomme ich das Epsilon, bekomme ich die Menge, die das Epsilon enthält, weil durch den Sternabschluss kommt automatisch das Epsilon hinzu. Wenn ich schließlich Epsilon sterne, dann ändert sich nichts, dann bleibt es einfach bei Epsilon, weil wenn ich zum Beispiel dreimal das Epsilon hintereinander schreibe, habe ich immer noch das leere Wort, völlig egal, ob ich das hintereinander schreibe, und deswegen ist es dreimal Epsilon immer noch Epsilon. Wenn man den Stern hat, definiert man auch sehr gerne den Plus-Operator, den klinischen Plus-Operator. Und den kann man dadurch definieren, dass man sagt, okay, E plus ist nichts anderes als E konkateniert mit E Stern. Bei E Stern ist ja das Epsilon immer mit drin. Das sieht man auch hier bei AB Stern, da ist das Epsilon mit drin und danach beliebige Folgen von ABs, jeweils hintereinander. Und bei AB plus, da ist es genau nicht drin, das Epsilon, da fehlt das. Und das ist genau der Unterschied bei dem Sternabschluss ist mit drin, beim Plusabschluss eben nicht. Und deswegen kommen wir auch zu dieser Regel, dass E plus oder Epsilon, dass das genau E Stern ist. Das ist genau der Unterschied der beiden. Mit diesen algebraischen Regeln, die wir jetzt hier aufgestellt haben, können wir schon relativ mächtig algebraisch reguläre Ausdrücke umformen, und das werden wir im späteren Verlauf auch noch benutzen.